Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute unboxen wir mal die Beats Solo Pro. Dieses Paket habe ich mich schon sehr, sehr gefreut. Die Beats Solo Pro sind Kopfhörer aus 2019, aus Oktober 2019. Aber ich habe mich trotzdem noch entschieden, mir die zu holen. Obwohl jetzt schon die Studio Pro draußen sind. Es gibt auch noch die In-Ears, die sind die Power Pro und die Fit Pro. Vorgänger war die Solo 3 und das ist halt jetzt die Edition mit Noise Cancelling. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich das habe. Da ich mal einen guten Rabatt zum früheren Preis. Früher haben die, glaube ich, 320, 350 gekostet. Jetzt habe ich sie für 100 gekriegt. Also ein ziemlich guter Deal, finde ich. Und was solche Kopfhörer jetzt noch können, will ich halt mal rausfinden. Hier sehen wir einmal Beats und Pharrell Williams, die arbeiten zusammen. Dann einmal ANC haben wir, ganz wichtig. Transparency Mode, wie bei den AirPods Pro, die nämlich mittlerweile echt nicht mehr so nice sind. Deswegen habe ich mir neue Over-Ears, wollte ich mir mal holen. Dann haben wir die Akkulaufzeit von 22 Stunden bzw. 40 Win ANC Office. 10 Minuten Laden, 3 Stunden Playtime. Die Controls und die eingebauten Mikrofone. Auf der Rückseite sehen wir noch Noise Cancelling, On-Ear Wireless, Bluetooth Headset with Carry Case and Lightning Cable. Also die haben noch Lightning, weil wie ihr wisst, Beats sind ja Apple-Kopfhörer, also von Apple halt. Hier sehen wir auch ganz viel Chinesisch und andere, keine Ahnung, also Schriftzeichen halt einfach. Und wie man, also wenn man diesen Code scannt, dann kommt man auch auf eine chinesische Beats-Webseite. Also die sind halt wahrscheinlich aus China importiert, aber macht ja auch nichts. Hier haben wir dann Apple TV, iPhone, iPads, also Made for, dass die halt sehr, sehr gut kompatibel sind. Und das Android-Männchen zwar auch, aber steht ein bisschen außerhalb. Dann haben wir noch Pharrell Williams. What do you sound, what do they sound like? What do they look like? Ja, guckst du selber an. So. Dann wollen wir mal unboxen. Also sorry Leute, ich muss es heute mal aus dieser Perspektive machen, aber ich hoffe, das geht auch. Als allererstes, hier war noch Plastik drum, das habe ich abgemacht. Wir können das jetzt einfach so hochnehmen. Dann haben wir hier eine schwarze Box unter, wo auch nochmal schön das Beats-Logo drauf ist. Die ist auch ein bisschen härter, sag ich mal. Ist halt einfach nicht viel dran so. Und die können wir jetzt nach oben aufklappen. Gefällt mir sehr gut, also relativ hochwertiges Material auch. Und hier haben wir dann halt das Softcase mit unseren Beats drin. Unser Beats Studio Pro. Ist halt ein Softcase, gefällt mir jetzt nicht so gut wie ein Hardcase. Aber für mich ist das kein Problem. Also ich finde das eigentlich nicht so störend, wie manche andere das behauptet haben. Beats Logo, Reißverschluss einmal drum, weil bei den Studio Pros geht der Reißverschluss ja nur von hier bis hier. Also man hat nur so eine halb offene Tasche. Das ist nicht so cool. Hier haben wir halt eine komplett offene. Ja, legen wir das erstmal zur Seite und machen weiter mit den Accessories. Hier haben wir, da muss ich ja mal kurz schauen, müssen es rausziehen. Okay, hier haben wir halt einmal das Lightning-Kabel. Das kommt auch noch mit USB-A. Also noch halt von 2020, so wie die Standards da halt waren. Und ein Karabiner von Beats. Also, dass wir dann halt auch die Tasche hier oben mit einem Karabiner versehen können. Also Lightning-Kabel. Sagt auch nochmal 10 Minuten Charge, macht 3 Hours of Play. Ja, und das sind die Accessories. Ich habe dieses Case jetzt schon mal geöffnet und darunter befinden sich unsere, ich weiß nicht, für jedermann, roten Beats. Nochmal mit einem Sticker drauf. Man muss die halt falten, damit sie ausgeschaltet werden und angehen. Nicht so wie bei den AirPods Max, wo man die gar nicht ausschalten kann. Hier oben nochmal Beats und wir werden das Ganze, ich werde das Ganze jetzt einrichten. Und dann geht es halt auch schon weiter mit dem vollen Review. Aber sie fühlen sich sehr gut an. Halt ziemlich matt alles gehalten. Den Rest werde ich euch jetzt gleich zeigen.
Also ich habe jetzt mal meine Solo Pros hier eingerichtet. Das ging auch genauso wie bei den AirPods eigentlich. Ich musste nur einmal Siri konfigurieren. Aber die stecken gerade an der Steckdose halt, weil der Akku war halt leer. Deswegen, die sind auch wahrscheinlich schon relativ lange sozusagen unbenutzt. Ist ein neues Produkt, ja klar, aber sind sozusagen schon echt, die Batterie ist schon leer. Deswegen werde ich die jetzt mal aufladen, mal gucken, wie schnell das geht. Und dann werden wir sehen, was mit dem Sound ist, etc.